Mit der 8. Generation vom Golf gibt Volkswagen erneut den Benchmark für die Kompaktklasse vor. Hier die wichtigsten Informationen zur Neuauflage der VW-Ikone. Der Golf der 8. Generation ist komplett neu Design, ein komplett neues Auto. Er bringt auch einen Innovationsschub in die Kompaktklasse. Er ist aber dennoch ein typischer Golf geblieben. Er ist jetzt im digitalen Zeitalter angekommen und ist somit gerüstet für die Anforderungen von heute und morgen. Und was erwartet man für 2020 am heimischen Markt? Das nächste Jahr 2020 wird für Volkswagen ein sehr, sehr interessantes Jahr. Wir haben zum einen eben den Golf, den 8er Golf. Und ein bisschen später kommt dann auch noch der ID.3, womit die neue Ära der Elektromobilität startet. Wir wollten von der Kollegenschaft wissen, wie sind Sie, die ersten Fahreindrücke vom 8er Golf? Eindruck, also ein Golf ist ein Golf. Man setzt sich rein und fährt sich wunderbar. Spannend finde ich, dass er außen sich treu geblieben ist. Also man erkennt ihn als Golf, aber innen ist alles neu. Also das Infotainment-System, der neue digitale Tacho. Man muss ja ein bisschen einarbeiten, es ist spannend, aber wirklich alles neu, alles touchy. Also super. Ja, der neue Golf ist fahrdynamisch sehr attraktiv, muss man sagen. Also das Fahrwerk, vor allem im Sportmodus, ist sehr knackig auch. Und generell Zusammenspiel, Lenkung, Gasannahme, also das ist beim neuen Golf echt super. Das bringt uns zum Motorenportfolio beim Golf. Die Antriebsvielfalt sieht im Detail so aus. Wir werden mit klassischen Benzinmotoren 3- und 4-Zylinder in den Markt gehen. Wir werden auch weiterhin Dieselmotoren, 4-Zylinder im Angebot haben. Und als Besonderheit werden wir mit den Mild-Hybrid-Motoren starten und einen Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang im Angebot haben. Dabei interessierten uns zwei neue Antriebsarten des Golf 8. Der ETSI, unser Mild-Hybrid, den haben wir heute hier ausgestellt. Das ist unser erster 4-Zylinder, den wir mit einem Riemen-Starter-Generator in den Markt bringen werden, der mit 48 Volt sowohl zuboosten kann als auch rekuperieren kann. Der Plug-in-Hybrid ist die Weiterentwicklung des Mild-Hybrids, hat eine deutlich größere E-Maschine, die zwischen Getriebe und Motor sitzt und bietet damit das rein elektrische Fahren, das kombinierte Fahren elektrisch und über Benzinbetrieb. Viele neue Features für die persönliche Individualisierung bietet das Cockpit des Golf. Das digitale Cockpit hat drei Ansichten. Wir haben die große Ansicht, die man in drei verschiedenen Einstellungen machen kann. Ich kann mir das Navigationssystem drauflegen, ich kann mir die Geschwindigkeit drauflegen, so wie ich das individuell möchte. Habe aber links und rechts auch noch kleine Kacheln, die ich mir auch wiederum individuell einfach einstellen kann. Also es ist mir wichtig, dass ich meinen Radiosender höre oder dass ich mein Telefon gleich sehe auf dem digitalen Cockpit. Je nachdem, wie ich das gerne möchte, kann ich das einstellen. Und kann einfach diese Funktionen mit einfachen Klicks am Lenkrad konfigurieren, so wie ich es gerade brauche und wie ich mein Fahrprofil gerade möchte. Fest steht auf jeden Fall, dass der Golf 8 einmal mehr die Kompaktklasse neu aufmischen wird und vorgibt, was State of the Art in der Zukunft sein wird.